Was auffällig ist, das ist, dass die Zuwachsrate, was die Erkrankungen betrifft, etwas abgedämpfter ist. Das ist ein gutes Zeichen, das ist ein gutes Signal, das ist ein Licht am Ende des Tunnels, sage ich jetzt einmal. Das soll uns ermutigen, dass der Weg, den wir gehen, ein richtiger ist, dass die Maßnahmen greifen, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass wir unsere Ziele tatsächlich erreicht haben. Man sieht das sehr schön, finde ich, an der Verdoppelungsrate, in wie vielen Tagen verdoppelt sich die Zahl der Erkrankungen. Wir waren da vor 3 Wochen bei 2,4 Tagen. Verdoppelung, kann man sich vorstellen, wenn das so weitergegangen wäre, dann wäre das extrem dynamisch gewesen. Wir waren vor 2 Wochen bei 4 Tagen, was die Verdoppelung betrifft, und sind heute bei knapp 8 Tagen. Das heißt, das ist eine gute Entwicklung in die richtige Richtung, aber wir müssen irgendwo bei 14 ankommen, dann haben wir Stabilität bei den Neuerkrankungen. Und das geht, Sie wissen, ich wiederhole es aber trotzdem kurz, es geht uns darum, dass die Kapazitäten in unserem Spitalsystem eine bestimmte Dimension haben und deswegen darf die Zahl schwerer Erkrankungen nicht stärker zunehmen, als von diesen Kapazitäten im Spitalsystem verkraftet werden kann, damit jedem Menschen, der es braucht, eine gute medizinische Betreuung ermöglicht wird. Das ist unser Ziel, das ist unser Gegenstand des Handelns. Wir sind jetzt, was die Zuwachsraten betrifft, den 5. Tag hindurch einstellig. Wir waren schon bei 35-40% pro Tag Zuwachs und bisher ist es so und erstmals ist es so jetzt in diesen Tagen, dass alle Bundesländer mittlerweile einstellig sind, was die Zuwachsdaten betrifft. Heute sind wir bei einem Tageszuwachs von 5,66%. Das ist besser als in der Vergangenheit. Wie gesagt, die Maßnahmen beginnen offensichtlich zu wirken, aber wir sind weit noch nicht beim Ziel. Und deswegen mein Appell, dranbleiben, nicht nachlassen, weitermachen. Die Richtung stimmt, aber der Weg ist noch ein weiter. Das muss man ganz offen sagen. Wir müssen sehr, sehr konsequent sein. Was machen wir heute? In Erinnerung gerufen, unsere Gesamtstrategie. Wir setzen ja auf 3 Schritte, ganz vereinfacht dargestellt, einerseits auf unser Lenkungssystem via 1450, unsere gesundheitspolitische Hotline der Bundesländer, die wir zur Corona-Hotline de facto umfunktioniert haben, mit fast 500.000 Anrufen im vergangenen Monat in Summe. Das ist enorm, was dort geleistet wird. Unser Ziel mit 1450 war von Beginn an, und das hat sich extrem gut bewährt, dass wir es verhindern, dass Menschen mit Symptomen in die Krankenhäuser, in die Spitalsambulanzen zum niedergelassenen Arzt gehen und am Weg dorthin oder dort vor Ort noch einmal Ansteckungen praktizieren. Das funktioniert, das ist eigentlich eine Marke Österreich, gibt es nach meinem Informationsstand so kein zweites Mal und ein sehr erfolgreiches Vorgehen. Zweitens, wenn wir Verdachtsfälle hatten und haben, dann wird getestet und wenn es eine Positivtestung gibt, dann kommt es zum sogenannten Containment, das heißt, der Betroffene oder die betroffene Erkrankte wird dann isoliert und es wird aufgenommen, es wird recherchiert, es wird in manchen Fällen fast detektivisch ermittelt, welche Kontakte hatte er oder sie in den Tagen davor und wie schaut es mit dem Umfeld aus, damit wir auch dort Schutzmaßnahmen gegen Ansteckungen und gegen eine Ausbreitung direkt von diesem positiv Getesteten aussetzen können.